Mond im Wassermann. Ja, wir neigen uns jetzt so ein bisschen dem Ende zu. Wir sind ja im Tierkreis und wir sind jetzt bei Nummer 11 schon angelangt. Und es ist nun mal so, dass umso mehr man jetzt dem Ende kommt und das ja auch so eher zum Beispiel repräsentativ auch die äußeren Häuser darstellen, ist es auch so, dass dieser Mond wirklich so ein bisschen eine andere Erfahrung von Emotionen hat als wie der Rest von uns. Ja, zur Erklärung ist das so ein bisschen so, der Wassermann und die Fische, das sind eigentlich so die beiden Zeichen, die echt so schon ein bisschen Teil mit dem Fuß woanders sind. Der Steinbock ist noch so der letzte, der wirklich so das Erdzeichen, was uns noch hier hält und was so sagt, das ist die Öffentlichkeit und das ist das, was wir erreichen müssen in diesem Leben. Und der Wassermann und die Fische sind schon so ein bisschen losgelöst vom Menschsein. Und wir sind ja jetzt beim Mondzeichen, also beim emotionalen Erleben, den unbewussten Bedürfnissen, die wir vielleicht alle haben, oder die wir haben und uns nicht ganz bewusst sind. Und der Wassermann ist ja aber das Zeichen des Visionärs, des Andersdenkers, des, ja, der nicht folgen kann, der nicht folgen möchte, der seine eigenen Wege gehen möchte. Und es sind halt zwei Energien, die so ein bisschen anders wirken, auch im menschlichen Erleben. Also für diesen Mond ist es zum Beispiel so, dass Emotionen einfach etwas sind, was er erlebt, was er über die Erfahrungen, die er im Leben gesammelt hat, daraus so seine Puzzlestücke zusammensetzt und dann daraus irgendwie seinen eigenen Sinn findet. Und also so auch von außen hin wirken diese Menschen öfters ein bisschen emotional losgelöst. Also das kann sogar ganz, wenn jemand ihn nicht kennt, sagt, ja, der ist kühl oder distanziert. Aber grundsätzlich so ein bisschen, ja, so eine andere, vom Wesen her einfach so eine andere Herangehensweise. Und nach außen hin wirken die Menschen mit dem Mondzeichen im Wassermann, ja, so wie ich gesagt hatte, die ein bisschen Andersdenker, Visionäre, kreativ sind diese Menschen auch. Aber so, ja, die können dann auch manchmal so ein bisschen, ja, ein bisschen uneinsichtig manchmal sein, ist ja trotzdem ein fixes Zeichen. Ja, vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich manchmal in sich selbst. Das ist auch so ein bisschen was, was der Wassermann, glaube ich, kennt von sich. Und das ist ja auch so ein bisschen der Einfluss von Uranus. Und Uranus ist eben der Planet, der ja so ein bisschen immer, ja, immer so ein bisschen die Sachen aufmischt, der so unerwartete Dinge auch bringt und auch so was Elektrisierendes hat. Also auch so eher so das Nervensystem ja regiert und da so seinen Einfluss auf die emotionale Ebene nimmt. Was so von dem Mix eben muss, was man erstmal verstehen lernen muss. Ja, und Uranus ist ja eben dieser Revolutionär eben, der mit so radikalen Veränderungen eben neue Dinge irgendwie auch uns mit an neuen Ansichten bringt. Und das ist ja auch all das, was der Wassermann hat. Und in dem Mondzeichen, also wo man die eigenen Bedürfnisse hat, was man so sich wünscht oder womit man sich wohlfühlt, diese Menschen sind einfach, ja, haben ein großes Herz dafür, was auch mit den anderen geschieht. Also haben schon sehr gesellschaftsorientierten Blick. Sind wahrscheinlich vielleicht auch sehr engagiert in der Politik, also setzen sich für, ja, vielleicht für auch für Minderheiten ein, für Veränderungen, weil das ist ja genau das, was der Wassermann ja so gern mag, Veränderungen, der möchte ja was Neues sehen, was Neues schaffen. Und das ist auch genau das, was er nicht mag, wenn es keinen Fortschritt gibt, also wenn er stillsteht. Und da gibt es so zum Beispiel beim Mond im Wassermann ein bisschen so, der hat auch so eine Tendenz, wie zum Beispiel der Mond im Widder, diese super emotionalen Situationen einfach zu verlassen. Also einfach rauszugehen und zu sagen, ach, dafür habe ich keine Zeit. Und da so ein bisschen so, dass da, ja, wie gesagt, diese Distanziertheit hat zum emotionalen Erleben, was manchmal andere vielleicht gar nicht so nachvollziehen können. Und was ich nämlich super spannend finde, ist, dass der Mond im Wassermann auch so eine, ja, wie ich gesagt hatte, ja schon so den halben Fuß in andere Welten hat oder in visionäre Dinge sehen kann, die wir vielleicht alle noch gar nicht sehen. Und das ist nämlich richtig cool, habe ich jetzt herausgefunden. Princess Diana hat den Mond im Wassermann. Und die hatte ja auch schon so ein bisschen, ja, also einerseits war sie sehr, sehr engagiert. Also sie hat auch Sonne in Krebs, aber sie war ja sehr, sehr engagiert, also grundsätzlich in Menschenhilfe, in politischen Themen. Also sie hat sich ja dann sehr, sehr engagiert. Und hatte ja auch so eine sehr fürsorgliche Seite, vielleicht auch vom Krebs, aber es ist ja trotzdem auch das Mondzeichen. Also der Wassermann im Mond kann eben auch sehr, 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 sehr kümmernd und unterstützend und hilfreich sein. Also sehr, sehr hilfsbereit auch sein. Und eben auch diese leichte, ja,
So, Princess Diana, habe ich jetzt auch erfahren, hatte ja auch so Visionen. Also sie hatte Visionen schon als junges Kind, dass sie wusste, okay, ich glaube, ich werde irgendwann mal vielleicht potenzielle Queen, aber ich werde nie Queen. Also sie hatte so gewisse Sachen, die sie schon wusste, bevor sie überhaupt eingetreten sind. Und das ist genau das, was der Wassermann im Mond auch, also Mond im Wassermann auch kann, wenn er will. Ja. Aber ich habe es ja bei allen Mondzeichen so gemacht, dass ich ja auch so ein bisschen drauf eingehe, okay, wie sah es vielleicht bei dir zu Hause aus? Welche Erfahrungen hast du in der Kindheit gemacht? Weil das eben zum Beispiel die sind, die Erfahrungen, die sich in unserem Unbewussten abspeichern und auf dessen Erfahrungswerte wir eben jetzt emotional reagieren oder jetzt Verhaltensweisen uns angeeignet haben. Um wirklich bessere Aussagen treffen zu können, was wie genau jetzt zum Beispiel deine unbewussten Sachen sind, kann man im Horoskop viele Sachen angucken. Der Mond ist eine Sache davon. Man kann natürlich auch gucken, welche Aspekte hat denn dein Mond? Wo ist das Zeichen vom Krebs in deinem Horoskop? Welches Tierzeichen regiert dein viertes Haus, dein IC? Also das sind alles so Indizien, die so ein bisschen unser Unbewusstes repräsentieren im Horoskop. Und der Mond alleine, wie ich hier gesagt hatte, im Wassermann, geht man so davon aus, dass das familiäre Umfeld oder deine Mutter dementsprechend oder dein Hauptversorger, ja, eben in deiner Kindheit eine prägende Rolle für dich so weit gespielt hat, dass sie eben sehr, ja, sie war sehr da für dich, hat aber so ein bisschen andere Erziehungsmaßnahmen, glaube ich, gehabt. Also, ja, du bist wahrscheinlich nicht ganz mit der klassisch traditionellen Mutter aufgewachsen, sondern schon mit jemandem, die, ja, so ein bisschen anders gedacht hat und dir das auch gezeigt hat und dir auch gelehrt hat. Also beim Mond im Wassermann geht man davon aus, dass zum Beispiel die Mutter eben sehr, ja, so sehr analytisch war, sehr observierend, also sich Dinge immer, ja, Dinge sich gut überlegt hat und dir das dann auch erklärt hat, warum sie zu welchen Schlüssen kommt. Und die Dinge waren auch, glaube ich, immer logisch für dich nachvollziehbar, aber sie waren vielleicht nicht immer ganz sozial normkonform. Also was ich damit meine, ist, dass sie vielleicht für dich Sinn gemacht haben und nachvollziehbar waren, aber das nicht immer dem entsprach, was vielleicht die Gesellschaft möchte oder was du dann nach außen hin irgendwie ganz zuordnen konntest. Also als Kind versteht man ja nicht immer ganz, wieso die Menschen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und deine Mutter hat, glaube ich, versucht, dir wirklich beizubringen, eigenständig zu denken und eben nicht zu denken wie alle anderen. Und hat dich dem hingegen also auch gepusht, wirklich deine eigenen Wege zu gehen. Also, was vielleicht einige von euch nicht wissen, der Wassermann hatte einen ursprünglichen Herrscherplaneten, den Saturn, und erst im späteren Verlauf hat man den Uranus gefunden und den sozusagen dann dem Wassermann zugeschrieben. Also es gibt beide Energien, die so ein bisschen auch vertreten sind im Zeichen vom Wassermann. Und der Saturn ist ja so der, der ein bisschen Struktur gibt. Und das ist genau das, was seine Mutter dir vielleicht auch gegeben hat. Viel Struktur im Alltag, gewisse Regeln mit an die Hand gegeben. Ja, war eben eine führende Hand auch für dich da und du hast, glaube ich, auch zu ihr hinaufgesehen und hast auch gesehen, dass sie dadurch ziemlich erfolgreich war in den Dingen, die sie damit erreichen konnte. Aber es gibt halt auch diesen Uranus-Einfluss, der immer wieder dazu geführt hat, dass sie Dinge auch einfach mal über Bord geworfen hat, dass sie die Regeln vielleicht komplett neu umgeworfen hat, die sie dir aufgebürgt hat und die dir dann auch immer wieder so das Gefühl gegeben haben, also zum Beispiel, ganz klassisch, dieses regelkonform, ja, ich bin deine Mutter, aber zum Beispiel, ich bin eigentlich auch ein Mensch. Und dieses Gefühl, ich glaube, dass das so ein bisschen was ist, was sie dir früh beigebracht hat, dass sie nicht nur die Rolle deiner Mutter ist, also unterstützend und vielleicht Dinge auf dich projiziert, sondern sie hat wirklich dich versucht, als eigenen Mensch, als eigenes Individuum aufzuziehen und wollte auch, dass du sie so siehst. Also, dass sie gesagt hat, ja, ich bin deine Mama, aber ich bin auch ein Mensch. Und ich heiße zum Beispiel Regine. Keine Ahnung, du kannst mich Regine nennen. Also, es gibt nicht diese klassische Mama-Kind-Beziehung, Mama ist die Beschützende irgendwas. Sondern ich glaube, sie hat ganz früh vielleicht schon angefangen, dich auf Augenhöhe zu nehmen und dich als eigenständigen Mensch zu sehen. Und dir auch so mit gewisser Verantwortung übergeben, die du dadurch auch aufgenommen hast. Ja, also du hast sie eben als jemanden erlebt, der für dich da ist. Also wenn es Probleme gibt, dann konntest du die auch mit ihr besprechen.
Und die hat dir halt dann einen ganz objektiven, logischen Rat gegeben, ne? Also nicht unbedingt dieses sehr emotional, oh mein Gott, was hast du getan? Sondern wirklich dieses sachlich mit dir umgegangen und hat dir gesagt, okay, guck mal so und so, das wäre jetzt das, was ich machen würde. Und das sind eben Erfahrungen aus der Kindheit, die dich dann im Späteren so weit formen, dass du selber eben auch sehr objektiv an Dinge rangehen kannst, gerade was emotionale Themen angeht. Neigst du dann zum Beispiel auch dazu, die Sachen eben sehr pragmatisch anzugehen und sehr lösungsorientiert auch zu gucken? Und das ist eben das, was man eben, wo man ja eben dem Wassermann eben diese Qualität zuspricht, dass er da ja so eine gewisse Distanz irgendwie zu hat, weil man es halt im Elternhaus auch früh so gelernt hat. Und was eben auch beim Wassermann, Mond im Wassermann dazu kommt, ist, dass die nicht so gerne zum Beispiel, es ist trotzdem ein fixes Zeichen, also werden die zum Beispiel kritisiert. So selber, es sind ja immer noch die Emotionen und die Gefühle, und werden die kritisiert und beziehen das sogar noch auf sich als Person, dann sind diese Tierzeichen auch ganz schön ja, temperamentvoll, weil sie dann ganz klar sagen, nee, das ist hier ein Eingriff in meine Individualität. Das ist ja so ein bisschen was, das ist beim Wassermann ja schon ein starkes Bestreben, individuell zu sein, jemand Eigenes zu sein. Und wenn sie das irgendwie gefährdet sehen, kritisiert sehen, das in Gefahr sehen, dass das jemand wegnehmen möchte, dann, ja, was wissen die auch, sich zur Wehr zu setzen. Also hast du dieses Zeichen, dann habe ich da wahrscheinlich gerade was angesprochen. Und da kommt dann eben dieses Kleine, wo man dann sagt, manchmal ist der Wassermann in sich auch widersprüchlich, weil der Wassermann muss wirklich ein bisschen aufpassen, dass er nicht nur rebelliert, nur des Rebellierens wegen, sondern auch für einen höheren Sinn, für einen höheren Kurs. Und das ist ja genau das, was du ja aber in der Kindheit gelernt hast, verschiedene Interessen auch nachzugehen, Dinge zu hinterfragen, neue Wege zu gehen. Und das ist eben auch das, was irgendwie jetzt noch so deine Wünsche sind, die du auch gerne so ausleben möchtest. Ja, so das so ein bisschen zur Beschreibung. Und ich versuche ja auch immer beim Mond jeweils Herausforderungen anzusprechen. Und ich habe es ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Und das ist ja nun mal, auch wenn es ihm nicht unbedingt unwohl mit Emotionen geht, ist es trotzdem ein Thema, was immer wieder ein Thema ist. Und das ist ein bisschen dieses immer dieses stetige Gefühl, anders zu sein. Und das ist ja das Bestreben des Wassermanns, also wirklich anders als die anderen zu sein. Aber so im emotionalen, im Gefühlschaos, weltmäßig, ist das halt schon was, womit er sich auch schnell ins Ausschießen kann. Also dieses Gefühl, du verstehst mich nicht. Glaube ich, ist ein Thema, aber wie sehr ist der Wassermann auch offen, die anderen zu verstehen? Und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die ich sagen würde, dass beim Wassermann er aufpassen muss, dass er auch offen anderen gegenüber bleibt und selber auch offen bleibt in dem, was er vielleicht empfangen möchte. Also nicht immer nur, ich verstehe dich, aber wer versteht mich, sondern auch dieses, bin ich auch wirklich gewillt, mich zu öffnen, mich zu zeigen. Leuten die Chance zu geben, mich zu verstehen. Also da so ein bisschen dieses, fühlst du dich so isoliert, dann musst du auch ein bisschen gucken, ob du selber vielleicht daran auch mit Schuld bei hast. Und das kommt ja so ein bisschen daher, ja, vielleicht hast du nicht immer ganz logisch eben verstehen können, was deine Mutter da eigentlich gerade für andere Wege geht oder wo ihre Ansätze sind oder wie du das zu vereinen hast in der Gesellschaft. Und dieses Gefühl von, dass du sie nicht ganz verstehst, bezieht sich dann vielleicht ja auch darauf, dass du denkst, du kannst andere nicht ganz verstehen. Und da ist so ein bisschen der Punkt, glaube ich, dass der Wassermann oft versucht zu verstehen und nicht zu fühlen. Und da ist so ein bisschen die Brücke, wie komme ich wieder in mein Herz zum Beispiel. Und das ist einfach was, wofür man weich sein muss. Und auch dieses Gefühl zum Beispiel, die Polarität zum Wassermann ist ja der Löwe. Und der Löwe möchte ja eigentlich geschätzt und geliebt werden für sein großes Herz. Und der Wassermann eben für sein Intellekt. Also für das, wofür er steht. Und da kann der Wassermann auch, glaube ich, sich so ein bisschen gucken, so ein bisschen Entlastung finden, wenn er schaut, okay, wie macht der Löwe das denn? Ja, und bist du ein Wassermann, der sich schon wirklich, also bist du ein Mondzeichen im Wassermann und bist schon auch esoterisch veranlagt? Ich meine, wir sind hier auf dem Astrologie-Channel, aber bist du schon wirklich so auf der Suche nach spirituellen Weisheiten oder begibst dich schon auf die Suche, dann kann es natürlich sein, dass du, wie ich ja schon angesprochen hatte, dieses Princess Diana Vision-Ding, das kann schon sein, dass du diese Empfindungen spürst, also dass du eine gewisse Verbindung zu anderen Welten oder Empfängnissen hast. Und die können dir ein bisschen Angst einjagen. Also ich glaube, das ist so ein bisschen diese Uranus.
Einflussqualität, die so ein bisschen elektrisierend ist und die auch ein bisschen nervös machen kann. Und was eben ja auch auf andere eben immer so ein bisschen dieses Unzurechenbare ausstrahlt, was ja eben dazu auch neigt manchmal oder dazu führt, dass Leute dich zum Beispiel auch ein bisschen sich davon distanzieren, weil das so eine Nervosität in ihnen hervorruft. Ja, aber bei diesem Mond eben diese Herausforderung, dass du vielleicht diese Tendenzen spürst, ist eigentlich nur, dass du eben lernst, damit umzugehen, offen zu sein und dich eben mit diesen Themen dann auch auseinandersetzt. Also der Mond im Wassermann und grundsätzlich das Zeichen Wassermann ist ja das Zeichen eigentlich der Astrologen. Also wirklich, wenn nicht das, dann das. Und ja, auf jeden Fall sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil genau da findest du sehr, sehr viel emotionales Gleichgewicht, wenn du das Gefühl hast, du kannst mit dieser Nervosität nicht ganz umgehen. Und jeder Mond kommt ja auch mit einer gewissen Fähigkeit, einer gewissen Gabe. Und der Mond im Wassermann kommt wirklich mit einer ziemlich großen Gabe. Und das ist halt trotzdem seine emotionale oder seine Intelligenz, also sein grundsätzlich krasses Brain, seine Affinität für alles, was irgendwie elektrisierend, schnell, technisch auch veranlagt ist. Also das sind wirklich die, die wirklich so Programmierer werden, die so Hacker werden oder also so Codes entwerfen oder grundsätzlich alles, was so analytisch mit Messungen zu tun hat, das ist wirklich für dieses Mondzeichen ein unglaublich guter Job, also unglaublich guter Bereich. Und sie können eben, wenn sie ihre Energie eben ja vor allem für die Öffentlichkeit nutzen, also weil es ja auch das 11. Haus ist und auch das Kollektiv, also wenn sie wirklich ihre Lebensaufgabe dem widmen der Menschheit, dann ist das genau das, was die auch erfahren werden. Also wirklich Positionen, höhere Positionen erwerben im Bereich von Jobs, die es ihnen ermöglichen, wirklich auch Gutes zu tun, weil sie es aber auch einfach drauf haben. Also sie haben wirklich diese guten Qualitäten und das Brain und die emotionale Distanz und aber auch den Überblick, um das alles auch wirklich zu können. Also dieses Mondzeichen ist schon ziemlich smarty pants, muss ich wirklich sagen. Also bei allen Mondzeichen geht es ja oft mal, weil es ja der Mond ist, irgendwie um was, wo man auch Ruhe braucht und Erdung braucht. Aber das ist bei diesem Mondzeichen ein anderes, weil er eben schon so ein bisschen losgelöst von dem Menschlichen ist. Dass dieser Mond braucht eigentlich keine Ruhe und nicht unbedingt eine Auszeit, weil er hat die Energie, er hat den Drive, er braucht es sogar. Also ich glaube, er wird unruhig, wenn er sich nicht stimuliert fühlt. Also wenn du nicht irgendwie das findest, wo du dein Outlet findest. Und das musst du wirklich auf etwas finden, wo du kognitiv gefordert wirst. Also es ist dir überlassen, welcher Bereich das für dich ist, ob das irgendwie Philosophie oder irgendeine Wissenschaft ist oder ob es zum Beispiel Astrologie ist. Egal, du musst mental irgendwo stimuliert werden, weil das ist deine Gabe und das ist genau da, wo du mehr Energie auch erzeugst für dich. Und ich habe ja bei allen Mondzeichen auch immer so gesagt, okay, ich habe dir jetzt viel darüber erzählt, das sind vielleicht gewisse Tendenzen, die dir gar nicht bewusst sein waren, stimmt das für dich? Oder hast du das Gefühl, dein Mond ist nicht im Gleichgewicht, also hast du irgendwie das Gefühl, du kommst an diese ganzen Gaben nicht ran, die ich da irgendwie vielleicht auch angesprochen habe? Dann versuche ich auch immer so einen Tipp mitzugeben, wie du dein Wohlbefinden steigern kannst. Also wie sich dieser Mond im Wassermann wieder wohlfühlen kann, wenn er sich unwohl fühlt. Und ich hatte es ja schon gesagt, klar, auf jeden Fall mentale Stimulation, weil das ist das, wo du aufblühst. Das ist so ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel jedes Luftzeichen, habe ich ja eigentlich immer beim Mond gesagt, musst du meditieren, musst du still werden, musst du wieder zu dir selbst kommen. Und das gilt beim Wassermann auch, aber der Wassermann hat ja schon so seine Schwierigkeiten, irgendwo auch diese Uranus-Energie irgendwie loszuwerden oder er muss sie ja auch transformieren. Und da finde ich, ist zum Beispiel Yoga genau das, was richtig, richtig gut für dich ist. Also dort kannst du Körper und Geist wieder in Einklang bringen und dich auch wieder flexibel machen. Also der Mond ist ja trotzdem was sehr Weiches, was Fließendes. Und der Wassermann ist trotzdem ein fixes Zeichen. Also auch wenn es ein Luftzeichen ist, kann er dazu neigen, zu starr zu werden, zu verharren. Und Yoga hilft dir auch wieder flexibel zu werden, zu weich zu werden, in deinen Körper zu gehen, in deine Emotionen, da wo sie vielleicht auch sind, wieder ranzukommen. Also das wäre eigentlich so der beste Tipp, den ich hätte für den Mond im Wassermann, wenn du das Gefühl hast, das ist irgendwie nicht im Gleichgewicht. Ja. Ich habe wieder viel erzählt, alles, was mir so dazu einfiel, alles, was ich irgendwie für mich das Gefühl habe, ja, das könnten gewisse Sachen sein, die vielleicht auch bei dir Einklang finden.
Du kannst mir gerne mal erzählen, wie es sich für dich so anfühlt mit diesem Mondzeichen, wie es sich für dich ausprägt, weil wir alle sind unglaublich unterschiedlich. Und schau dir auch gerne die anderen Mondvideos an, weil es ist schon ziemlich cool, auch mal zu wissen, was die anderen so denken, fühlen, wie sie handeln, weil wir dann alle auch einfach mehr Verständnis füreinander aufbringen könnten, wenn wir alle wüssten, was unser Mondzeichen eigentlich überhaupt ist. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wir hören hier einfach auf und sehen uns beim nächsten Video.